Ja, das ist halt die Videospielerfahrung. Na, wenn das so einladend aufgeht, dann müssen wir da doch reingehen, ha? Ein weiterer Tag, ein weiterer Part zum Gruseln. Heute gibt es eine neue Ausgabe The Evil Within. Und wir springen gleich ins Spiel ohne große Umwege, denn ich kann ja beim Zocken genauso viel erzählen wie hier in der Vorankündigung. Und deswegen machen wir das doch gleich. Hibbidi hopp, und da seht ihr es schon, wir sind im Pausenmenü, genau an der gleichen Stelle, wo wir das letzte Mal natürlich aufgehört haben. Und ich check mal kurz hier, ich sehe gerade Archiv. Toll. Da sehen wir nochmal hier alle Einträge, die wir bisher gesammelt haben. Und da fehlt uns doch tatsächlich ein Kartenfragment. Na, super. Sonst haben wir anscheinend alles gefunden hier. Na, das ist ja toll. Wir haben alles gefunden, außer das erste Kartenfragment. So eine verdammte Scheiße. Ja, beim letzten Mal waren wir dort oben in diesem schönen kleinen Häuschen, wo es ein Schlüsselchen gab, den wir uns jetzt natürlich hier geschnappt haben. Und gucken mal, wie es jetzt hier weitergeht. Irgendwie traue ich dem dieser ganzen Stille hier nicht. Ich habe auch das dumpfe Gefühl, sobald wir dieses Kurbelding hier anleiern, stehen diese Dudes da hinten auf. Gucken wir doch mal. Ja, gesagt, getan. Schneller, 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 schneller. Oh fuck. Na super. Immer schön auf dem Nischel drauf. Oh! Ey, das sind ein paar Dudes, Alter. Fucked you all up. Naja, KI-technisch haben die es nicht so drauf. Boah. Aber das Krasse muss man sagen, also die Gegner sind hier echt heftig. Jeder einzelne für sich, muss ich sagen. Die brauchen ganz schön lange, bis man die zermatscht hat. So, nehmen wir mal noch eine Spritze. Zack. Und laden mal vorsichtshalber unsere Knarre nach. Und dann geht's mal hier weiter. Ein weiteres riesiges Arsenal, Areal, Entschuldigung. Und ich habe keine Orientierung. Und was macht der Bierdude, wenn er keine Orientierung hat? Er irrt sinnlos in der Weltgeschichte rum. Muss immer mal hier ein bisschen horchen, deswegen kann ich hier nicht ganz so viel dummes Zeug erzählen wie in meinen anderen Spielreihen, weil ich hier immer mal ein bisschen hinhören muss, ob hier irgendwas in der Umgebung ist. Und da oben, da baumelt ein lieber Herr an dem Bäumchen.
Naja, gut, dann lassen wir ihn auch dort rumbaumeln. Wie geil atmosphärisch das hier einfach alles aussieht. Ich finde das Spiel absolut geil. Ich bin mal richtig krass gespannt, was uns hier im späteren Verlauf noch so erwartet. Nee, das ist das Knistern des Feuers und kein Knistern von irgendwelchen Leichen. Kuckuck. Juhu, neues Gel. Na, da haben wir doch schon ordentlich Zeug zum Aufsteigen gefunden. Und ein neues Kartenfragment. Sehr gut. Naja, okay, uns fehlt ja immerhin das erste. Oh, guck mal, die Brücke sieht ja geil aus dort oben. Das ist bestimmt unser nächster Spot. Und hier ist eine wunderschöne, unauffällige, unsichtbare Mauer. Aber sowas finde ich jetzt auch nicht wirklich so gravierend, ganz ehrlich. Huch. Ob man nur jetzt hier runterfallen könnte oder halt eben hier gesaved wird, finde ich jetzt nicht unbedingt so schlimm und Atmosphäre störend. Keine Ahnung, wie man es sagt. Aber ich kann auf jeden Fall mit sowas leben. Es gibt ja wirklich Leute, die sich über sowas gravierend aufregen. Aber ganz ehrlich, dieses Areal da hinten, da gibt es ja sowieso nichts. Von daher soll man da auch nicht wirklich hingehen. Och, da gibt es wieder Blumen. Wunderschön. Und hier, guck mal, mit kleinen Bären dran. Ja, und da sieht man doch einfach mal hier so von Details her, von Texturen. Sieht schon geil aus. Oh. Fuck it. Da ist es, glaube ich, besser, wenn wir dort drumherum schleichen. Hab ich ja Schwein gehabt, dass ich das gerade noch so gesehen habe im letzten Moment. Andererseits sind die da eh gerade am Schnabulieren. Holla, das ist ja ganz schön ordentlich hier auf jeden Fall. Was haben wir da? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach du Scheiße. Ja, da ist, glaube ich, das Beste, was wir machen können, uns wirklich versuchen, drumherum zu schleichen. Denn ich glaube, das geht nicht gut für unseren Charakter aus, wenn wir uns jetzt versuchen, mit diesen Pietz anzulegen. By the way, wo waren sie jetzt? Da hinten? Okay. Das Krasse ist, dass ich auch immer gar nichts sehe. Aber das ist ja auch richtig so. Also ich bin auch nicht so ein Typ, der jetzt hier diesen Kontrast extrem hochschraubt. Nur um eine gute Übersicht zu haben. Das ist ja nicht der Sinn von diesem Spiel. Gut, hier kann man nichts kaputt machen. Dann machen wir unser Lichtchen wieder aus. Und versuchen mal gekonnt hier an diesen Pietz hinten rumzukommen. Was wir natürlich auch... Oh mein Gott. Wie ihr seht, schaffen. Gut so. Lasst euch bloß nicht stören. Wie ich einfach schon wieder weiß, dass hier irgendwas Blödes passieren wird. Und diese ganzen Viecher auf uns losgehen werden. Ich hab's im Gefühl. Ja, jetzt müssen wir es einfach mal testen hier, oder? Weil hier können wir uns ja nicht so wirklich drum rumschleichen. Ah, doch. Das ist tatsächlich ein Weg. Wie geil ist das denn? Oder auch nicht. Scheiße. Gut, so viel dazu.
Dann müssen wir uns hier lang schleichen. Immer natürlich den Gegner so ein bisschen im Blick haben. Da ist er. Ja, das ist jetzt natürlich ein blödes Ding. Weil vor dem kann ich ja auf jeden Fall nicht lang. Dann müssen wir es doch einfach mal probieren, hä? Naja, guck doch mal, der ist mit Fressen beschäftigt. Und die dort auch. Am besten so ganz leise und langsam. Friss in Ruhe weiter. Typ mit Stange im Auge. Du hast eh kein Interesse an uns, denn wir schmecken verdorben. Und eklig. Ganz schön eklig. Ja. Yeah. Dann haben wir es doch tatsächlich geschafft. Unglaublich, dass der B-Idiot auch mal um einen Gegner drum herum schleichen kann. Das hätte ich das selber nicht für möglich gehalten. Jetzt sind wir auf jeden Fall hier drüben. Aber was machen wir jetzt hier? Ach, na super. Hätten wir uns doch die ganze Zeit dort hinten lang schleichen können. Also die Hütte vom Anfang. Ja, wir müssen aber auf jeden Fall an dem Typen dort vorbei. Von daher werden wir ihm jetzt leider, das tut mir jetzt schon mal leid, mein kleiner Kamerade. Auch wenn du hier gerade gemütlich isst und gar niemandem was getan hast. Der Typ war bestimmt schon tot vor dir. Müssen wir dich jetzt leider töten. Tut mir leid. Oh! Scheiße! Scheiße, nichts wie weg von hier. Ich will mich nicht umdrehen. Gott verdammt! Scheiße. Oh. Okay. Yeah, Kapitel überlebt. Sehr gut. Speichern wir doch gleich mal unseren Fortschritt. Ja, okay, dann war es anscheinend darauf ausgelegt, dass man schnell dort hin rennt. Hätte man, glaube ich, ziemlich easy lösen können, wenn man nichts einsammeln möchte und einfach wirklich straight vom Anfang des Kapitels bis zu diesem Tor rennt. Dann ist ja alles gesaved, aber darum geht's ja auch nicht. Also ich habe schon gesehen, es gibt irgendwie eine Trophy in diesem Spiel, dass man das Spiel innerhalb von 5 Stunden durchspielen soll. Ich tendiere ja mal so auf 12, 13, 14 Stunden Spielzeit, wenn man es normal macht. So, gut, gespeichert, doppelt, hält besser. Und dann gucken wir mal ins nächste Kapitel. Sagt eigentlich die Zeit? Ach, noch gediegen. Sag mal, Kapitel 3. Die Klauen der Horde. Aha, kleine Schlüssel öffnen Spinde auf die Tatjana aufpasst. Wer auch immer das ist, kommt wahrscheinlich noch später. Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich sogar. Nochmal ganz kurz, das Level, was wir jetzt gerade hatten, hat doch einfach vom Look her absolut so ausgesehen und auch so von der Atmo her wie der Anfang von Resident Evil 4, oder? Leute, sagt doch mal. Ist er jetzt die ganze Zeit da lang getaucht und geschwommen? Nicht schlecht. Also so eine Frage, wo der Typ überhaupt ist. Der ist doch an sich in so einer
richtig neumodischen Großstadt gewesen. Oh, hier. Geil, die Wolken sehen auch scharf aus. Und ich finde auch diesen Krissel-Effekt nicht so schlimm. Da haben sich nämlich auch schon einige Leute drüber aufgeregt. Aber für die, die es stört, man kann es auch im Optionsmenü ausstellen. Aber ich finde ihn auf jeden Fall filmisch ziemlich atmosphärisch. Die Klauen der Horde. Ja, klingt so, wie als wird dieses Kapitel kein Spaziergang werden. Oh, was gibt's denn hier? Eine schöne Spritze. Und hier noch ein Büchlein, aber das können wir nicht aufnehmen. Ein Boot gibt's ja auch noch. Oh, hier. Sehr gut. Zack. Kann man immer gebrauchen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das Mikro immer weiter von mir wegbewege. Ich glaube, ich drehe auch schon langsam durch. Ja. Oh, und die Krähen. Ah, ist das geil. Das ist einfach so geil. Oh. Hier grunzt doch irgendwas. Ja, neue Streichhölzer. Oh, scheiße. Das ist ja mal nicht lecker hier. Naja, okay, dafür haben wir bestimmt doch hier die Streichhölzer, hä? Verbrennen wir einfach mal diesen riesigen Leichenhaufen. Mit einem winzigen Streichholz. Unfassbar. So. Aha. Okay. Finde ich irgendwie nicht cool. Und dann sind wir wahrscheinlich jetzt bei einer Szene. Ey, ohne Scheiß, guckt euch das doch bloß mal an. Es sieht aus wie diese erste große Dorfszene bei Resident Evil, wo die unendlich Gegner kommen und man eine gewisse Zeit überleben muss. Ja, genau so. Scheiße. Ach Mensch, liebe Freunde. Das wird ein großer Spaß hier werden. Vor allen Dingen, weil hier auch erstmal gar keine Gegner sind. Nur unfassbar bedrohliche Musik. Oh. Chillig. Unsere Spritzen sind voll. Aha. Oh ja, tatsächlich. Was haben wir hier noch? Brandbolzen. Erste-Hilfe-Koffer. Aha. Ach so, ja genau. Das ist hier dieses... Hier die Schrotflinte auch. Dieses Fighting Chance Paket, also ein DLC, den man sich runterladen konnte. Lass mal so hier. Aber eigentlich will ich das auch nicht so wirklich verwenden, das Zeug. Also wirklich nur, wenn es richtig bitchy wird. Ja. Wie sie da alle rumhängen. Zack. Ja, das ist halt Videospielerfahrung.
Na, wenn das so einladend aufgeht, dann müssen wir da doch reingehen, ha? Einmal noch gekonnt in die Luft punchen. Ja, irgendwie habe ich mehr Bock, hier drüben reinzugehen. Können wir das? Ja, können wir. Das ist auf jeden Fall gediegene Musik. Ah ja, hier ist wieder ein Power-Up-Raum. Oh oh. Ha. Scheiße. Naja, war ich wieder unvorsichtig, ich dummer Idiot. Können wir uns im Schrank verstecken, aber das brauchen wir jetzt glaube ich auch nicht. Ja. Ui, wundertoll. Neuer Upgrade-Scheiß. Und neue Streichhölzer, das wird ja immer besser. Zwei Stück. So, das Fläschlein nehmen wir mit. Und da ist noch so eine böse Bombe. Oh fuck, was ist denn das jetzt? Bomben entschärfen. Nadel anhalten. Blau Erfolg, Rot Fehlschlag. Wenn du die Nadel innerhalb einer Umdrehung im blauen Bereich anhältst, ist die Falle entschärft. Entschärfte Fallen bringen dir neue Teile für Fallen. Oh Gott. Jawohl. Das war unfassbar gut. Geil. Scheißdreck. Ja. War so ein bisschen verzögert. Hat doch gerade irgendjemand um Hilfe geschrien. Aber wir sammeln erstmal weiter munter Flaschen. Beziehungsweise gehen wir jetzt einfach mal in diesen Safe Room, denn ich will ja schon gerne mal hier ein bisschen speichern und upgraden. Wir haben ja ordentlich viele Teile gesammelt. Das werden wir jetzt doch einfach mal machen. Ja. Jetzt ist er bestimmt gleich wieder da. Oder auch nicht. Dezember 2004. Mein erster Tag als Detective. Meine neue Partnerin Mira Hansen ist ein echter Kracher. Zäh und geradlinig. Genau mein Typ Frau. Aber ich muss aufpassen. Sie hat mich fast dabei erwischt, wie ich mit ihren heißen Arsch angesehen habe. Ah, okay. Es öffnet sich also immer, wenn wir dieses Ding haben und hier ist jetzt alles voller Kakerlaken. Na, dann gucken wir doch mal in den Spiegel. Hui! So. Oh, endlich wieder hier. Endlich.
hier ist etwas, das Sie gebrauchen könnten. Ja, kleinen Moment, ich will mir erstmal die Zeitung angucken. Serienmorde gehen weiter. Polizei rätselt über die Todesursache. Warum gibt es keine Spur vom Mörder? In der Nähe vom Elk River wurden weitere Leichen gefunden. Die Anwohner fühlen sich in ihren Häusern gefangen. Ja, okay, jetzt können wir erstmal kombinieren. Wir sind wahrscheinlich hier am Elk River. Heißt, ich tendiere mal, das ist jetzt meine Prognose zur Story, dass wir hier die... Hier entlang, bitte. Oh, cool. Dass wir hier die vorangegangenen Ereignisse Revue passieren lassen. Weswegen wir jetzt auch wahrscheinlich hier oben sind. Und ich kann leider nicht speichern. Oh. Naja, dann gehen wir erstmal mit dieser netten Dame mit. Süße sie ja schon. Wo führen Sie mich hin? Sie reden wohl nicht viel. Na, mal gucken. Irgendwie habe ich mehr als so ein gutes Gefühl. Aber das habe ich seit dem ersten Part dieses Spiels. Von daher ist es auch egal. Oder? Erstmal, ob wir hier coolen, guten Loot finden. Aber nein. Ach, hier ist was. Ach, hier. Eine Karte der Stadt. Vielleicht bringt es etwas, sie wieder zusammenzusetzen. Okay, anscheinend ist das hier wirklich sowas wie die Mother Base. Geil. Ist cool gemacht. Detective Castellanos, haben Sie so einen Schlüssel? Sehe ich leider nicht, ich bin im Weg. Mit so einem Schlüssel können Sie eine dieser Türen öffnen. Okay. Gehen die alle auf? Der Inhalt gehört Ihnen. Kommen Sie jederzeit wieder, wenn Sie möchten. Das ist ja toll. Ich liebe das Spiel. Fangen wir mal ganz oben an. Oh, geil. Harpunenbolzen. Schrotmunition, super. Ganz viel Zeug für Waffen, die wir noch nicht haben. Habe ich ja wahrscheinlich wieder die besten verwendet. Ach so. Ah, wir können hier anscheinend überall raus, wo irgendwelche Fenster oder verschlossenen Dinger sind. Das ist die Map. Mhm. Gut, keine Ahnung. Ich verstehe es nicht so wirklich, aber ich glaube, das ist auch der Hintergrund von diesem Spiel, dass man hier nicht auf Anhieb alles so easy versteht. So, die Tür ist zu. Müssen wir jetzt wieder zurück. So, die Zeitung hat man. Dann können wir jetzt hier endlich speichern. Beziehungsweise... Ja, auch das Türle öffnen. Und dann endlich uns einer weiteren Gehirnwäsche unterziehen. Zack. So, jetzt wird's wieder qualvoll. Fitness. Mehr Lebensenergie, Sprintdauer erhöhen ist eigentlich auch mal eine adäquate Sache. Aber es ist ganz schön teuer. Nahkampfschaden, Spritzenwirkung. Holla. Reserve. Ja, da haben wir schon die Stufe 2. Das ist eigentlich mal in Ordnung. Harpunenbolzen. Bewirkt zudem bei getroffenen Gegner auf Stufe 5 wird Feuerschaden hinzugefügt. Aha. Na, keine Ahnung. Dann machen wir doch mal. Ich glaube, die Reserve ein bisschen nach oben. 6500 haben wir noch.
Und dann noch die... Steige Maximum der Lebensenergie. Nahkampfschaden geringfügig, wenn Gegner getroffen werden. Naja, okay. Ich weiß nicht, ich habe eigentlich mal Bock, die Waffe zu tunen hier. Und zwar Schadensmultiplikator. Erhöht Feuerkraft für mehr Schaden. Das klingt gut. So. Magazinkapazität kritisch. Durch einen Kopfschuss. Ist ja auch cool. 50% hast du auf Stufe 5. Na, das ist ja geil. Genauigkeit ist vielleicht auch nicht so verkehrt. Das machen wir doch mal. So, mal gucken. Jetzt könnten wir ja trotzdem hier noch was machen. Und zwar machen wir das auch. Unsere Lebensenergie. Nur 10. Ja. Ist, glaube ich, nicht verkehrt. Jetzt haben wir immer noch 1500. Sehr gut. Dann könnten wir die Feuerrate... Nachladegeschwindigkeit... Ne, wir machen Magazinkapazität. So. Und dann können wir hier sogar noch was machen. Spritzen, Kaliber für Munition. Granaten. Nein, ich glaube wir... Oh, hier ist was. Nachladegeschwindigkeit. Nehmen wir das. So. So viel zum Thema Sparen. So, und das Schöne ist, jetzt haben wir uns doch tatsächlich geheilt. Wunderbärchen. Zack. So, und ich bin jetzt im dritten Kapitel und das Spiel wird wirklich immer, immer geiler, muss ich sagen. Also, ich bleibe immer noch bei meiner Meinung, dass das ein absolutes Must-Have ist. Momentan so das erste Must-Have für die PlayStation 4, also für die aktuellen Konsolen, der es halt auch wirklich wert ist, dieser Titel. Ihn zu zocken. Oder? Was meint ihr? Seht ihr doch auch genauso. Wer ein bisschen Bock auf Horror hat oder Resident Evil oder einfach nur geile Action will, sollte sich dieses Spielchen auf jeden Fall mal angucken. Ja? Gut, dann kommen wir hier doch einfach mal zum Ende. Ich mache einen gekonnten Break, zackabusch. Und dann sehen wir uns in dem nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt The Evil Within. Bis dahin, ich bin's, euer Beardude, machet gut. Ach so, und hier Abo nicht vergessen. Ganz wichtig.